Hello, I'm my Grammy coming to I am Diamond Spell video. Yeah, if I was open credit. Hey, Rupert, you open credit and tell me if I'm from this. So, I have a new Dieb named Captain Telepunk ID and have mir einen Download Code und den werde ich nun eingeben. Er sagt hier und dann morgen wird dann ein Preview kommen. Also, dann natürlich ein Abo. Hier gibt einfach kein ein Abo. Wenn ihr ein Abo da, dann würde ich mich gerne freuen und werde diesen Code nun eingeben, weil wir brauchen natürlich die Club Nintendo vom Stan Katalog, weil es ja bald streamen wird, dann werde ich die eingelöst und habe mir natürlich diesen Download Code bekommen. So, ich muss nur noch den Code eingeben und dann kommt natürlich noch der Download. Dann gesagt hier, natürlich brauche ich erstmal gucken in diesen Code. Tja, der hat natürlich eingeben, weiß ich, wie viel der kostet, haben wir gemerkt und hätte ich das in der Videobeschreibung gesehen, wie viel der kostet, diesen Code, und nun werde ich geben und nun heißt es, ich lehne den Code nun ein, gucken, passt dieser Code, und so, mal dann ein bisschen warten. So, natürlich hier frage ich, was geht es denn? Was ist da für ein Download-Code? Tja, kann ich verraten, um was es da eigentlich geht. Natürlich hier, da muss man ein bisschen warten. Bis natürlich, das wird ein bisschen dauern, bis das natürlich kommt. Und natürlich geht um einen, sagten NES-Spiel. Weiter. Ihr seht, Duck Hunt. Um dieses Spiel geht's. Da wird morgen ein Preview kommen. Und nun wird es heruntergeladen. Heißt also ich werde dann zwischendrin noch so irgendwo noch hingehen. Irgendwo. Natürlich hier. Also, ich glaube, ihr würdet euch auf morgen haben. Also, freut euch auf morgen. Denn da wird dann Duck Hunt dann Preview, also ein Preview wird dann kommen und dazu will ich es euch zeigen, ein Fazit geben. Was? Was war das? Ich muss nochmal in den Code eingehen, da es irgendwas an deinem Fehler gab. Ich weiß, dass ich gerade vorhin los war, aber irgendwas stimmte dann nicht da. Tja, war an der Silicon zum Beispiel eine Aufnahme oder so. Tja, na irgendwie Fehlercode. Tja, dann darf der ganze Code nochmal eingehen. Da wird natürlich dann ein bisschen dauern, bis dieser Code eingegeben ist. Heißt also, ich gehe jetzt nochmal in den Nintendo eShop, Download Code einlösen und gebe den Download Code nochmal ein. Nein. Nochmal eingeben, die kann dann ein bisschen dauern, weil er gesagt, bis dieser Code dann gesagt, das natürlich wird ein bisschen dauern hier, aber ich werde euch sagen, dass ihr bei dieser morgen wird das Quickplay Video dann kommen, weil ich habe gesagt keine Ich werde natürlich morgen kommen, die Frage natürlich, wieso? Tja, weil ich dann keine Zeit habe. Denn nun, aber und bitte, geh nicht wieder raus. Ich lehne dich an. Ach. Hä? Wie? Download.
Downloadverwaltung, hä? Hallo? Da muss ein Fehler sein. Ich hab gerade geguckt und da stand, da ist nix. Tja, nun darf ich den Code nochmal eingeben. Weil er gerade los war, aber da stand, der Download-Code wurde schon eingelöst. Tja. Tja, und wir werden jetzt nochmal den Code eingeben und gucken, der wirklich eingelöst ist und gucken, der Download läuft gerade. Das ist ein bloß Captain Code, Felswerke Update. Tja, und nun geht's gerade da. Tja. Und darf ich nochmal auf Download Code einlösen und nochmal den Download Code eingeben. So. Da kann es ein bisschen dauern, bis dieser Code eingegeben ist. Tja, natürlich hier, weil er gerade los war, aber ich hab geguckt, dass ein böses Captain Tortoise Tracker sogar auf der apropos Captain Tortoise Tracker. Tja, über die wieder werde ich weiter Videos machen, also habe ich bisher keine Zeit. Weil ja noch ein paar Projekte da noch laufen und deswegen, tja, muss ich nun gucken. Als erstes muss ich den Code nochmal eingeben und gucken, ob das eingelöst. Hä? Wie wurde so eingelöst, hä? Tja, ich weiß nicht, was gerade los ist. Wer irgendwas weiß, der kann natürlich in den Kommentaren schreiben, was da eigentlich gerade los war. Denn irgendwas sind der Download-Code wurde schon eingegeben, bitte. So aktiviert. Tja, und da frage ich mich, hä, wo ist es denn? Tja. Download verwalten, kopieren, verschieben. Wo ist das Spiel eigentlich? Hä? Das ist nicht da. Hä? Leute, ich weiß gar nicht, wo das Spiel eigentlich ist. Aber das steht. Der Download-Code ist eingelöst. Tja, die waren nicht ganz arg. Wo ist das Spiel eigentlich? Ich frage mich ganz auf, wo ist eigentlich das Spiel? Also, wir werden nochmal in den Nintendo eShop gucken. Ob das irgendwo da steht. Steht im Wahlkanal, wieso? Tja, war ja nicht so. So, Menü. Eigene Download, so. Guck mal. Herunter wieder eine Titel. Da.
runterladen. So, also. Wenn man da gerade los war, ich hab gerade gefunden, wo. Hat er dann gackernd herunterladen. So. Also, ich muss ja noch heruntergeladen werden. So, weiter. So, also, Nummer des B. Nochmal heruntergeladen. Da ist irgendwas los und dann. Tja, gucken wir mal. So. So, sie kann, weil alle mal gesagt ist. Alles geht, Leute. 36 MB. Leute, halt, morgen kommt dann das. Morgen kommt der Installationsvorgang. Das heißt, wir können dann morgen. So, mit dem Let's Play beginnen. Heißt also, wir werden dann. Morgen kommt dann das Quick Play Video. Natürlich hier. Arne wird ihn natürlich ganz erfreuen und Installationsvorgang. Installiert. Leute, wir haben das Beat Duck Hunt. Ich werde es nun hier in den Games und da steht es Duck Hunt. Leute, da wir sehen uns am Morgen. Wie gesagt wieder. Natürlich, morgen kommt dann dieses Quick Play Video zu Duck Hunt. Natürlich, hier wird natürlich auch nochmal Fazit geben. Natürlich wird noch Mario wird dann noch Tipping. Das habe ich ja auch keine Zeit. Das heißt, dieser Zettel kann, wie gesagt, mal weg, denn ich hatte es eingelegt. Also heißt, morgen kommt dann mein Quick Play Video zu Duck Hunt. Natürlich hier, wenn euch dieses, wie gesagt, Download Video gefallen hat, dann lass einfach ein Abo da, das würde mich ganz erfreuen. Und wir sehen uns dann beim Quickplay-Video morgen dann, wenn dann Duck Hunt dann getestet wird, dieses Spiel. Da freuen wir uns ganz drauf. Also, wir sehen uns dann morgen beim Quickplay-Video. Also, bis dann und ciao, euer Crazy Meat.